würde an der Stelle Riese auch ein Kompliment machen, da es natürlich immer sehr vorteilhaft ist, einen Feuerbändiger dabei zu haben. Das ist natürlich, wenn man irgendwie versucht, mit Stecken Feuer zu machen, immer etwas sehr viel komplizierter. Inne. Ja. Gott sei Dank. Dank dir brauche ich keine Stöcke mitnehmen. Mensch. Du bist besser als ein Stock. Das ist doch schön. Es ist immer gut, irgendeinen Feuerbändiger zu beizuhaben. Also dich jetzt in diesem Fall. Aber generell. Ich kann die Meisterin des Underhanded Compliments. Ich mache Komplimente für sein Können. Und das ist bei Tikani tatsächlich viel wert. Gut. Ja, ihr wollt wahrscheinlich, also ihr wollt schon einfach rasten, nicht wahr? Wache halten und so weiter. Der Klassiker. Die Nacht würde ohne größere Probleme vergehen. Ich wurde ja jetzt gelobt, ne? Man kann sagen, war das kein Guidance oder so? Soll ich zu Guidance machen? Ja, du kannst versuchen, ihn zu Guidance. Ich glaube, das ist ein Harmony-Wurf. Du sahst halt so unbegeistert aus, gerade so. Ja, Tikani ist auch nicht so begeistert. Ich bin nicht so begeistert. Ich mein Riso. Ach so. Ich fand das voll nett von dir. Und Riso so, Ach, wait, kann ich mir jetzt nicht eine Condition löschen, so? Ja, es war schon auch so eine Ablehnung eigentlich. Hast du deinen Wurf geschafft, Tikani? Harmony. Ich probiere nochmal Harmony. Ich habe eine 5. Also ich bemühe mich. Ja, es kommt nicht so richtig bei Riso an, offensichtlich. Ups. Cool, mentaler Not, du bist ein besseres Feuerzeug. Schön. Und die heiße Quelle war eine sehr gute Sache. Ja. Wie gesagt, sowas habe ich auch noch nie erlebt hier. Ich bin es gewöhnt, in Eiseskälte auf dem Eis zu leben. Hätte ich damals jemanden wie dich gekannt, wäre das auf jeden Fall sehr viel angenehmer gewesen, hier die Zeit zu verbringen. Wegen der Wärme. Wegen der Wärme. Freut mich, dass ich nützlich bin. Und stark. Und lustig, sagt Shi, die immer noch das Schneeballkostüm von Riso im Kopf hat. Ich finde das sehr unangenehm und löffle einfach meine Suppe. Ja, es ist ja awkward. Also ich merke. Ja, wieso? Wir haben es doch nicht geschafft. Einfach. Ich weiß nicht. Ja, ja, ist okay. Also basismäßig ist ein Iglu innen drin. Ist, es kann schon cozy und nett sein. Nicht, wenn ihr da drin seid, offensichtlich. Ich wollte einen schönen, entspannten Abendunterhaltung. Okay, dann. Du könntest ja was Nettes zurücksagen. Alter, Shi hat auch ein Kompliment gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das null appreciated wird hier. Naja, Riso hat eine harte Zeit, Shi, das musst du auch sehen. Immerhin ist er hier von Eis und Wasser umgeben. Eigentlich genau das Element, was ihn, wenn wir ehrlich sind, fertig machen würde. Auch wenn er es nicht zugibt. Fertig machen würde ich so nicht sagen. Naja, das war ja vorhin mit dem Schnee relativ eindeutig, würde ich sagen. Aber ich sage es in einem verspielten Ton, ich meine es nicht ernst. Wir lagen alle begraben unter Schnee. Und wegen wem? Und nicht mehr als andere. Ich schütte mir einen Topf nach. Naja, also wenn du es wirklich irgendwann rausfinden möchtest, können wir gerne irgendwann mal trainieren. Ich glaube, das letzte Mal, als wir versucht haben, miteinander zu trainieren, kam irgendeine Luftbändigerin zwischen uns gesprungen und irgendwie wurde daraus nichts. Ich wollte nur helfen. Das war auch sehr süß. Aber stimmt. Ich glaube, einen Wettkampf unter uns hatten wir nie, ne? Wir sollten auch keinen Wettkampf ausführen. Ich finde, wir sollten. Wir werden von dunklen Geistern verfolgt. Wir sollten unsere Kräfte schonen und sparen. Ja. Oder trainieren. Oder trainieren. Es geht mir nicht darum, herauszufinden, wer die oder der Stärkste ist. Es geht mir eher darum, dass jeder von uns Diener hat. Und mich würde interessieren, was wir vielleicht voneinander lernen könnten. Ich muss ehrlich sagen, in der Zeit, in der ich euch hier begleite oder wir zusammen unterwegs sind, habe ich sehr viele andere Erfahrungen gemacht. Sehr viele.
Es ist nicht immer einfach mit euch, aber es wird einfacher. Ich habe mich einfach ein bisschen an euch gewöhnt, glaube ich, und vielleicht können wir ein bisschen was voneinander lernen. Also, daraus finden, wer stärker ist. Auch nicht das. Mitten auf dem Meer, doch, wo ich nur so jetzt ein Fünkchen Dreck an den Füßen habe. So, mit umgeben von Schnee und Wasser und Wind. Ich komme ganz nah an Ski, drücke meinen Finger auf ihre Nase und sage, wusstest du, dass unter uns nur Wasser ist? Ich müsste nur ein bisschen das Eis schmelzen und unter uns wären Kilometern Wasser. Hör doch auf, sie zu ärgern. Ich boxe sie auf die Schulter. Tja, das kann die wohl ab, oder? Ich schaue besorgt Chi an. Chi dreht sich zu Taya. Dir schmeckt der Auflauf ziemlich doll jetzt, ne? Mir ist schon so ein bisschen schlecht, war schon so viel davon gegessen. Ist egal, ich schaue, dass ich immer was im Mund habe, damit ich einfach nicht reden muss. Das war ein Downer für Chi, bin ich ehrlich. Das ging nicht ja rein. Auch wenn es ein Witz war. Es war ja, es fühlt sich so ein bisschen nach Insecure an, ne? Es fühlt sich sehr nach Insecure an, ja. Du richtig die Ente reingedrückt. So. Na, aber ich würde das sehen bei Ski. Ich mache ein bisschen Sorgen. Ich würde sie in den Arm nehmen und sagen, hey, nimm es ihm nicht übel. Außerdem, er ist in letzter Zeit ein bisschen angespannt. Tikani, du weißt auch, dass gerade hier an der Küste ist unter dem Eis Fels und Stein. Genau, das erzähle ich ihr natürlich. Ich höre nicht auf ihn, er hat keine Ahnung. Er kommt nicht von hier. So gar nicht. Er kommt von mach ganz mal so einen Armwurf. Eigentlich war es doch du witzig, weil du hast ihn ja zum Schneemann gemacht. Und übrigens, hier gibt es ganz viel Fels. So. Oh, naja, ich habe eine 3. Was machst du? Kani verteilt Liebe heute. Wow. Yes. Die Kani ist ja nicht so harmonisch heute. Hey, ein bisschen müde, aber... Die Felsen yes weit unter dem Meeresspiegel. Ja. Ich bin vielleicht auch immer noch ein bisschen aufgewühlt wegen Chime und weil alle auf mir rumgehackt haben, was sie angeht. Niemand hat auf dir rumgehackt. Niemand hat auf dir rumgehackt. Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Aber wenn wir mal darüber reden, dann erkläre ich euch, warum alle auf mir rumgehackt haben. Okay, die Zeit vergeht sehr schleppend auf dem ewigen Eis. Es zieht sich ein bisschen. Zaya hat quasi euren ganzen Vorrat an Eintopf aufgegessen. Ist richtig schlecht. Und ihr sitzt so ein bisschen da und hat euch so, ne, so leicht, sagen wir mal, misstrauisch gegenseitig an. Immer in der Frage, wer als nächstes den Mund aufmacht und ihm anders einen reindrückt. Aber... ansonsten vergeht der Abend friedlich. Es passiert nichts Schlimmes zumindest. Also nichts von außen. Das ist doch eine Gruppendynamik. Also, wir yes können ja noch was Schlimmes verursachen. Tun wir aber nicht, oder? Tun wir? Nein, warum solltet ihr? Also, ich würde irgendwann mal aus dem Iglu raus und die Lichter beobachten. Und den Nachthimmel. Yes. Ja, also die Lichter tanzen am Himmel. Die Sterne sind zu sehen. Und das hier ist tatsächlich so das Heimatgefühl, wie du es in der Ferne nur sehr selten haben konntest, natürlich. Hier auf dem Eis, alleine draußen auf der Jagd, hast du viel Zeit verbracht und deine Fähigkeiten gelernt und verbessert. Das fühlt sich sehr nach zu Hause an. Bin ich vielleicht nicht mehr troubled dadurch? Wie wird man denn troubled los? Ja, Guidance von einem Mentor oder einer mächtigen Figur. Das könnten die Geister natürlich theoretisch für dich übernehmen. Vielleicht habe ich so eine Geist-Connection gerade so. Würfel doch mal Harmony, ob du mit den Geistern so eine Art Verbindung also aufbauen kannst. Harmonisch. Oh, eine 11 tatsächlich, okay. Eine 11, ja, tatsächlich. Da gibt es sich Mühe. Da beruhigt mich halt so. So soziale Interaktion war in letzter Zeit ein bisschen anstrengend. Also tatsächlich. Ja, tatsächlich, ne, dieses Bild, die Geister, die ihren ewigen Tanz am Himmel vollführen,
die Erinnerung an die gemeinsamen Jagden mit Petsy Olag, deine ersten eigenen Jagden, beruhigen dich so sehr, dass du nicht mehr troubled bist. Du bist dir sehr sicher, ihr werdet Petsy Olag finden und dann werdet ihr alles klären und die Welt retten, alles wird gut. Gut. Ich meditiere auch einfach ein bisschen. Mhm. So ein bisschen abseits der anderen. Das mit so viel Spannung in der Gruppe, das vertrage ich als harmoniebedürftiger Mensch nicht. Also dass ich mich so ein bisschen abseits und meditiere. Du verstehst Gormola plötzlich sehr gut, als sie sagte, Menschen reden so viel. Ja, du meditierst ein bisschen, der Rest von Schlafen, Wache halten, was immer nötig ist und irgendwann... draußen sieht es nicht anders aus, aber Tikani weckt euch und sagt, es ist morgens, wir sollten aufbrechen. Es ist aber auch dunkel. Ja. Und dann könnt ihr das, den Eisgleiter besteigen und genauso wie gestern weiterfahren. Es geht sehr schnell voran mit der Kombination aus Saya kann den Wind machen, kontrollieren, den ihr benötigt und Tikani ebnet euch einen Pfad. Seid ihr sehr, sehr unterwegs. Nice. Die Sonne geht irgendwann auf. Ne? Es hat dieses klare, kalte, was ganz angenehm ist tatsächlich. Sie bleibt nicht lange auf, aber dann folgt dieses sehr lange Zwielicht. Und als ihr schon eure Blicke fröhlich zum Himmel hebt und hofft, dass das Leuchten der Geister euch wieder den Weg zeigen wird, steht ihr fest, dass der Himmel heute Abend dunkel und verhangen ist. Keine Geisterlichter. Ich spüre hinein. Mach mal Harmony. 9. Eine was? Eine 9. Eine 9. Ja, es fällt dir unfassbar schwer, dich auf dein inneres Zentrum zu konzentrieren. Du schaffst es irgendwann, aber das, was du gestern empfunden hast, dieses Einssein mit der Natur, mit den Geistern, mit der Welt, das stellt sich gar nicht ein. Im Gegenteil, du bekommst ein unangenehmes Gefühl von Angst und du bist afraid. Natürlich bin ich afraid. First I was afraid. Du fühlst dich beobachtet, vielleicht sogar gejagt. Spürt ihr das auch? Was meinst du? Dieses Gefühl, als wäre jemand hinter uns her und die Geister sind nicht da. Ich fürchte, die dunklen Geister sind nah. Wir sollten vorsichtig sein und uns auch in der Nähe des Meers aufhalten, falls wir Gormola rufen müssen. Ich bin dafür. Spürt ihr es? Die Lichter weg sind. Dass die Lichter weg sind, beunruhigt mich auch. Aber spüren tue ich es wahrscheinlich nicht. Es ist, als wäre es direkt hinter uns. Naja, wir können nicht die ganze tun. Zeit schon unwohl, aber mehr fühle ich da tatsächlich nicht gerade. Okay. Als ihr so ein bisschen versucht, den Weg zur Küste, ist nicht ganz so einfach, weil die Küste ist zerklüfteter und da ist der Weg schwerer zu finden als auf der Ebene dahinter. Als ihr in diese Richtung reist, seht ihr in der Nähe über das Eis, so in dem Zwielicht, nur kaum zu erkennen, so dunkle Gestalten huschen, die sich links und rechts des Eisgleiters bewegen, sehr schnell. Ich schwinge auf meinen Gleiter und versuche die Situation von oben besser einzuschätzen. Mhm. Also ich verpiss mich. Wie dunkel ist es? Es ist so ein Zwielicht, so eine Abenddämmerung, aber durchgehend, ne, die einfach länger dauert. Also es ist halt, ja,
schon relativ dunkel, aber es ist noch so ein Restlicht in der Welt. Ich stelle mich auf die Seite von dem Segel, bei der ich nicht Gefahr laufe, das Segel abzufackeln und sorge mit einer mediumgroßen, sehr kontrollierten Flamme dafür, dass sich die Umgebung um das Boot erhellen kann. Mhm. Ja, du ziehst eine Flamme hervor und würdest die hochsenden. Und tatsächlich seht ihr in dem Augenblick, in dem Licht, das da aufleuchtet, seht ihr so geduckte Wesen, die auf vier Beinen über das Eis hetzen und die sich aus diesem Lichtkreis herauswerfen und die ziehen so, also die sind dunkel und die ziehen so Schlieren, schwarze Schlieren durch die Luft hinter sich her. Oh Gott, wir sind so im Arsch. Aber Zaya weiß das nicht. Das sind keine Menschen, das sind keine Tiere. Ja, also als du einen Blick darauf wirfst, da hast du so ein, hat sowas von den Bewegungen her, wie die rennen, könnten das was wie Eulenwölfe sein oder vielleicht auch Polarhunde. Ist ein bisschen schwer zu erkennen, die Größe würde passen. Und auch wie sie so auf allen Vieren über das Eis hetzen, das hast du natürlich auch schon gesehen. Polarhunde werden vom Wasserstamm auch als Tiere und als Jagdbegleiter gehalten. Aber dieses, also man kann das nicht gut sehen, weil die sofort aus dem Lichtkreis herausgehen, aber diese seltsame, in die sie sich ducken und die sich um sie versammeln zu scheinen, das macht dir, das hast du noch nicht gesehen. Ja, ich sehe von oben irgendwas anderes noch. Habe ich da einen besseren Überblick irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Es ist halt dunkel. Das ist nicht, also kannst von oben nicht deutlich mehr erkennen, außer dass sie auf beiden Seiten des Bootes mit diesem Eisgleiter in der Geschwindigkeit mithalten, rechts und links davon rennen. Ich rufe runter. Hallo! Gesehen zu haben die uns oder schon. Zu den Dingern. Ja. Ist auch so ein Ding von Saya, by the way. Wollte ich nur noch mal tun. Also die rennen quasi um unser Schiff drumherum. Ja. Die Wesen. Links und rechts davon. Die folgen uns quasi auf gleicher Geschwindigkeit, rechts und links. Ich fliege so ein Stück näher an die ran und sage, hallo. Keine gute Idee. Aber Taya macht das. Tikani hält ihren Speer in der Hand und beobachtet die Figuren ganz genau. Jede Bewegung davon. Yes. Du. Ich. Siehst. Als du runterrufst, dass. Ich flieg auch nah ran, ne? Ich flieg nah ran. Eine oder zwei von denen werden auf dich aufmerksam. Und einer von denen breitet plötzlich so dunkle Schwingen aus und wirft sich in die Lüfte. Natürlich können die fliegen. Ich bin nicht überrascht. Auf dich zu. Ja, also ich, okay, ich winke. Zaya ist sehr gutgläubig. Oder finde ich die gruselig? Wahrscheinlich nicht. Die sehen schon gruselig aus, ja. Ja, trotzdem nicht. Ich sag Hallo. Okay. Ihr hört, wie Zaya Hallo sagt. Ihr seht, wie plötzlich so ein Wesen aus dem Lauf heraus Flügel ausbreitet und hochspringt, auf sie zugleitet, total lautlos, kein Geräusch von sich gebend. Und dann mit dem Gleiter zusammenstößt und Zaya von dem Gleiter herunterreißt. Ich falle. Die beiden fallen so in so sich überschlagenden Knäuel aus Dunkelheit und Zayas roten Haaren, die so umherwirbeln. Ich schreie. Auf den Boden. Zaya schreit, das Wesen macht kein Geräusch und sie knallen in so eine Eisdüne. Mach doch mal Moment, das ist der, muss kurz die Moves nachgucken. Ich glaube, es ist Push Your Luck, es ist Passion. Oh, ich sei jetzt nicht so passioniert. Ich habe zwei Einsen gewürfelt und habe 0, also eine 2. Zaya ist nicht so passioniert.
Ja, du knallst unten auf dem Boden auf und du spürst, wie dir etwas in den Arm beißt und der Schmerz rast durch deinen Leib. Du schreist auf und du bekommst 3 Fatigue. War schön mit euch. Ich habe nur noch einen über. Also das Boot steht jetzt natürlich mittlerweile, weil Tikani wird es natürlich auch nicht weiter antreiben, sobald sie sieht, dass Zaya da vom Himmel fällt. Also du willst das Boot... Bewegt sich noch mit dem Wind, aber du kannst natürlich, du kannst es stoppen, wenn du möchtest, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, du machst eine harte Kurve, stoppst das Boot, reißt das Segel runter und es kommt mit so einem Powerslide zum Stehen. Der Gleiterstab wirbelt herum, fällt runter und steckt dann so im Eis. Ich würde eine Feuerfontäne über die Absturzstelle hinausschicken, um möglichst viel Licht da hinten hinzubringen. Okay. Ja, du sendest so einen Feuerstoß aus und du siehst, dass Zaya auf dem Boden liegt, eins dieser Wesen über sie gebeugt, ihr Arm verschwindet so in der Dunkelheit und ihr seht, dass 2 weitere Wesen geduckt auf die Stelle zurennen, wo sie liegt. Tikani ist schon lang vom Boot runtergesprungen und auf die Stelle zugerannt mit ihrem Speer. Mhm. Und versucht wahrscheinlich dieses eine Wesen, was sich an Zaya festbeißt, mit dem Speer zu treffen. An dieser Stelle kommen wir zu einem Combat Exchange. Ihr seid im Kampf. Und als erstes müsst ihr entscheiden, was ihr tun wollt. Und dafür müsst ihr einen Approach wählen. Wisst ihr noch? Defend und Maneuver, Advanced Attack, Evade und Observe. Mhm. Ihr habt auf eurem Charakterbogen, müssten die auch draufstehen, kann das sein? Mhm. Ja. Und da sollten auch die Basic Moves, die dazugehören, draufstehen. Mhm. Tatsächlich nicht, nee. Ja, okay. Aber ich hatte mal im Discord. Die sind angepinnt im Discord, ja. Die Revel Moves genau, sind das die? Die sind angepinnt. Hm? Wo sind die? In unserer Discord-Gruppe. Post sie gerade mal auf dem Server. Oh, das wäre super. Ja, das ist super, genau. Aber ich habe die jetzt auch nicht. Die habe ich immer sonst offen, aber das ist ja nicht mein Rechner hier, deswegen habe ich sie hier nicht so. Ja. Hier, Moment. Da gibt es einen Combat Exchange als Regel-Cheat-Sheet sozusagen. Ist nicht so komplex. Also, Chat, im Prinzip ist es so, man sucht sich am Anfang aus, wie man kämpft. Ob man defensiv kämpft, ob man aggressiv kämpft oder ob man beobachtend kämpft. Und je nachdem, was man tut, hat man verschiedene Optionen, was man für Techniken anwenden kann. Techniken sind spezialisierte Angriffe, Verteidigungssachen und so weiter. Ihr habt ja auch alle auf eurem Character Sheet eigene Techniken stehen, die ihr gelernt habt. Ne? Jeder von euch hat mindestens eine von dem Sheet und ihr habt ja auch teilweise schon Sachen gelernt. Das sind ja Techniken, die ihr gelernt habt, mit denen ihr Dinge tun könnt. Da könnt ihr auch gucken, die sind auch definitiv unter ihrem... da steht auch bei, was für ein Approach die brauchen, wenn ihr da einen besonderen machen wollt. So, genau. Kann ich den Earth Lunge trotzdem machen? Also im Grunde genommen, das ist diese Attacke, wo ich mich quasi in die Luft schieße und dann in der nächsten Runde die Technik nutzen kann. Das ist aber... Ja. Gibt es Erde? Ja, das ist jetzt so die Frage, also... Wir sind doch in der Nähe der Dingens. Der, ich kann es einfach mal ausprobieren. So, mal kurz gucken, wenn die Downloads sind. Genau, also im Prinzip, ja, du kannst Dinge tun. Du kannst auch deine Erdfähigkeiten einsetzen. Die sind nicht verschwunden. Ah, da, wunderbar. Aber man muss am Anfang einen Wurf machen, wie gut das klappt. So. Genau. Und dann muss er gucken, was du für einen Approach dafür brauchst. Okay, gibt es hier einen Acrobatic hier drauf? Ach, egal. Wir kriegen das schon hin. Ah, da ist er. Gut. So. Was ist denn das? Ja, wunderbar. Da haben wir es. Genau. Du musst gucken, was das für einen... Für einen Approaches, also ist es Defense und Manöver, ist es irgendwas anderes? Und damit kannst du das dann machen.
ich habe mir das ehrlich gesagt gar nicht angekreuzt. Ist das irgendwo zugehörig oder muss ich mir das jetzt einfach aussuchen? Das gehört zu irgendwas dazu. Das sind feste Techniken, die man lernen kann. Ich kann das kurz nachgucken hier. Das ist Erde, wenn ich mich recht erinnere, Earthbending und das heißt Earth Launch. Ja. Das ist Defend und Maneuver. Okay. Schreibe ich mir mal dazu. Genau. Ja, das würde ich machen. Okay. Ich versuche die ganze Zeit mit diesen Geistern, die sich in mir ich weiß nicht, dass es Geister sind, aber mit diesen Wesen, die sich in mir festgebissen haben, zu reden. So. Wir können doch. Was tut dir? Ich. Wir können über alles reden. Total. So, willst du dich irgendwie verteidigen dabei oder was ist dein Plan? Ich würde tatsächlich Defend und Manöver auswählen und quasi versuchen, mich davon zu lösen von denen auch, ne? Also seize position, okay, würde ich machen. Yes, seize position, ja. So, wunderbar. Was macht der Rest? Ich würde Advance in Attack nehmen und würde versuchen, die Gegner zu pressuren. Okay. Und Tikani? Ja, ich bin ja mit meinem Speer da. Ich wollte auch Advance in Attack striken wahrscheinlich am besten. Striken, ja. Okay. Wunderbar. Ja, meine tun auch Dinge natürlich. 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 Meine würden auch Sachen machen. Allerdings sind die Defend und Maneuver sind zuerst dran. That's me. Yes. Da musst du mit Fokus würfeln, ja. Okay, dann kannst du ein Basismanöver machen, zum Beispiel Seize Position machen. Ich versuche mich von ihnen zu befreien, aber red die ganze Zeit dabei auf sie ein und bin so, was haben wir euch verärgert? Ist dies euer Ort? Und versuche quasi wieder auf meinen Kleider zu springen und nach oben zu fliegen. Alles klar, ja, du würdest da, also den Gleiter erreichen, du kannst den Gleiter erreichen, aber wegfliegen geht noch nicht natürlich. Okay. Na, du machst so einen Luftstoß und schwebst so kurz davon und bist dann bei dem Gleiter. So, wir hatten noch ein Defender Manöver. Nele, mach doch mal bitte einen Fokuswurf. Mhm. 8. 8. Damit kannst du deinen Earth Launch benutzen. Es gibt einen lauten Knall und das Eis bricht auf, als Ski unter dem Eis hervor Felsen hochschießt und dein Glück ist, dass das Eis natürlich von dem Felsen mit hochgerissen wird. Der Sprung ist nicht ganz so gezielt, wie es normalerweise wäre, wenn du direkt von der Erde hochgeschleudert würdest, sondern du bist ein bisschen unkontrollierter einfach. Du machst so einen leichten Flug zur Seite und du hast als Status impaired. Entweder bekommst du einen Fatigue oder du hast -2 auf deinen nächsten Wurf. Ich bekomme einen Fatigue, ich habe eh nur einen, das passt. Okay, ja. Cool. Yes. Und dann haben wir die attackierenden Leute. Ihr wolltet Dinge tun, das ist mit Passion. Yes. Gleichzeitig, würfelt, oder? Ja, ihr könnt beide würfeln. Das geht relativ fix. 9. 9. Du kannst deinen Basic Move benutzen. Dein Pressure. Yes. Ich habe einen 2. Wahrscheinlich rutsche ich auf dem Eis aus. Richtig peinlich. Ja, also du versuchst einen anzugreifen. Ja. Allerdings wirbelt der herum und beißt nach dir mit so einem, also aus diesem Schatten heraus kommt so ein schattiger Schnabel und kratzt über deinen Arm und reißt dir hier so die Seite auf und du bekommst 2 Fatigue.
Riso, du treibst einen weg von Zarya, ne, mit so Flammen und mit deinem Schwert vielleicht. Und der kann nächste Runde nicht Attack machen. Mhm. Was auch ganz okay ist, weil der wollte Attack machen. Yes. So. Keiner am Deck. So, ich muss kurz einen Blick auf die Approaches der NPCs werfen. Dann haben wir hier eigenen Techniken. Wo sind sie? So. Okay, die Wesen ziehen sich ein bisschen von euch zurück und beginnen um euch herum so ein Pack zu bilden, so eine Meute, die euch einkreist. Okay. Nächste Runde. Was sind eure Approaches? Defensiv, offensiv? Was macht ihr? Ich muss ja erstmal zu Ende bringen, was ich angefangen habe. Ich würde tatsächlich Evade und Observe nehmen. Okay. Da kann ich einen Fatigue wegmachen, das finde ich gut. Mhm. Oder? Ja, ne? Yes. Yes. Brauche ich auch, sonst falle ich euch gleich um. Genau. Das kommt als letztes. So, was macht der Rest? Ski, du machst was Aggressives? Ich mache einen Wumms, ja. Okay, also aggressiv. Riso? Ja, ich werde diesmal meine Flammenklinge benutzen und alle nicht von meinen Freunden verdeckten Gegner mit dieser Flammenklinge angreifen. Also auch aggressiv und ja. Tikani? Ich würde Breath of Ice nehmen, das ist mein Special Move mit Defend and Manöver, wo die Wesen durch meinen kalten Atem, die ich vielleicht so in die Runde schicken kann, weil die haben uns ja umzingelt, conditioned werden. Okay, dann mach doch mal einen, was war's, Fokus war es, ne? Bei Defend and Manöver, genau. Mhm. Oh, da habe ich sogar 10. 10, wunderbar. Du kannst das ist eine Advanced-Technik, da muss man besser würfeln. Du kannst sie benutzen und du sendest einen Eisatem auf sie. Was ist, wie heißt das? Eis. Breath of Ice. Breath of Ice. Yep. Any foe becomes impaired. Okay. Du impairst sie alle. Yes. Das heißt, sie bekommen einen Fatigue minus oder one fewer Technique. Okay, sie sind ein bisschen eingefroren durch diesen Eisatem und können sich weniger gut bewegen und Dinge tun. Nice. Mhm. Bin ja auch hier in meinem Element. Dann kommen die Angriffe. Aggressiv. Ski, was machst du? Ich würde aus der Luft auf... Sind noch welche auf einem Haufen? Ja, oder? Auf die, wo am meisten quasi... Also die sind so mal herum. Ne? So kannst du zwei oder so erwischen zusammen. Okay, dann würde ich das tatsächlich versuchen und mit einem riesigen Kavumm auf die Erde donnern, oder auf den Schnee donnern in dem Fall, und ja, versuchen im gleichen Zuge Felsen hochkommen zu lassen, die beiden... Willst du ihnen Schaden machen oder willst du sie begraben, behindern? Achso. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, begraben wäre voll smart. Die Idee klaue ich. Okay, dann ist das ein Smash. Du musst einen Passion-Wurf machen. Okay. 12. 12. Mhm. Uff. Beschreib mir, was passiert. Ich sause aus der Luft auf den Boden und komme mit einem riesigen Krachen auf. Der Schnee spritzt empor und bedeckt sie unter einer riesigen Schicht. Ja, aus Schnee. Mhm. Und zwar sehr, sehr viel Schnee. So viel, okay, Schnee geht. Das hat sie bei mir gelernt. Haben die Form von Schneemännern vielleicht? Opa.
Die sind trapped. Sie müssen entweder eine Condition markieren oder 3 Fatigue nehmen, um sich daraus zu befreien. Nice. Cool. Ja, Risu, was machst du? Ja, wie gesagt, leider jetzt die Flammenklinge und hoffe, dass ich sie nicht entrappe. Ist das ein bestimmter, besonderer Technik oder ist das einfach nur ein Strike? Es ist aus Advanced Attack. Das ist etwas, was ich neu gelernt habe. Ich hatte mir das nur hier drauf notiert. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas Zusätzliches ist. Das heißt, ein Fatigue und ich verursache damit 2 Fatigue. Ah ja, das ist eine Firebending-Technik, wenn ich mich recht erinnere, die du gelernt hast. Wende die doch auf andere an. Fireblade, genau. Ist die, also ich. Du willst wieder auftauen. Ja, alle sind doch jetzt bedeckt, ne? Ja. Nein, sind die alle bedeckt. Das ist nur eine Seite. Okay. Ich nehme natürlich die nicht bedeckt sind. Die greife ich natürlich an. Ganz wichtig. Dann mach mal deinen Passion-Wurf. More Passion. Oh, aber More sehr passion. Gerne doch. Jetzt kommt da haben wir die Elf. Eine Elf. Okay. Yes. Du musst dir einen Fatigue nehmen. Okay. Du schaffst deinen Wurf und du schleuderst deine Flammenklinge in Richtung von, also ne, so mit einer ausholenden Bewegung, Flammen schillern hinter der Klinge her und du triffst einen davon. Du machst 2 Fatigue und impairst dieses Wesen. Auch das ist impaired, das heißt, es muss entweder Fatigue nehmen oder weniger Techniken. Weniger Techniken kann es nicht, weil es schon weniger Techniken hat. Also nimmt es noch einen Fatigue mehr. Wie viele sind da noch über? Und tatsächlich, du siehst, Risu, deine Flammen schlagen zu, das Wesen wird zu Boden geschleudert und das Licht dieser Flammen, das Feuer, die Hitze, was auch immer, durchdringt diese Schatten und trifft darunter dieses Tier, was das ist, und schneidet durch das Fleisch durch und das fällt auf den Boden und diese Schatten gleiten so davon herunter und versickern wie im Eis und verschwinden. Und auf dem Boden liegt ein schwer verletzter Eulenwolf. Nein! Yep. Monster! Gut! Zaya! Ich habe eine 10 gewürfelt. Na, ich bin vor dir dran. Ach so. Yes. Ich bin vor dir dran und Natürlich bist du das. Moment, wo haben wir es? Da. Yes. Die machen einen Overwhelm-Angriff, stürzen sich aus allen Richtungen auf euch, die noch können. Auf alle von euch. Alle von euch bekommen entweder 2 Fatigue oder eine Condition. Dürft ihr euch aussuchen. Ich nehme die Condition, sonst falle ich um. Ich bin stunned. Wie war das? Man kann aber auch 2 Conditions haben, oder? Kein Status, sondern Condition. Also afraid, troubled und so weiter. Ich bin schon afraid. Ja. Kann man 2 Conditions haben oder muss man dann die Fatigue nehmen? Nein, du kannst alle Conditions voll haben, wenn du am Ende, du kippst dann irgendwann um, weil du ängstlich, schuldig, troubled, insecure bist. Irgendwann teilst du dich aus. Und was bekommt man da für eine Condition oder ist das egal? Kannst du dir aussuchen, was passt. Afraid würde passen, wenn die auf einen zuspringen. Ja, okay. Troubled auch, wenn man dieses unnatürliche, dunkle, geisterartige sieht. Mich verunsichert das tatsächlich. Ich bin insecure, weil ich das nicht kenne. Das stört mich in meiner Geisterausbildung. Ja. Dann darfst du deinen Creativity- oder Harmony-Wurf machen. Harmony gewürfelt eine 10. Eine 10. Dann kriegst du einen Fatigue wieder, ne? Kannst du einen Fatigue clearen. Und was für eine Technik machst du? Also insgesamt einen. Achso, ja, den habe ich schon geklärt. Okay, ich ja. Ich würde gerne jemanden favoren, wenn das geht. Wolltest dann? Genau. Ja. Und zwar würde ich Ski zurufen, mach das nochmal! Und würde dann quasi, wenn sie in der Luft ist, sie mit einem Windstoß schneller machen. Nach oben oder nach unten schneller? Nach unten schneller. Okay. Dass sie noch mehr Wumms macht. Okay, Ski, du bist... Favored. Du bist favored. Okay.
Ja, das kannst du, kannst nee, du kannst nächste Runde kannst du zwei Sachen machen. Du kannst noch eine, du kannst eine Basic-Technik machen. Du könntest erst den Luftsprung machen und dann gleich einen Angriff hinterher. Ach geil, das heißt, ich kann die Attacke direkt komplett ausführen, ja, weil okay, ich dich nice. So schnell nach unten schieße, dann mit dem Luftstoß. Oh. Also ich rufe dir wirklich zu, Ski, nochmal! Ja. Und dann... Also jetzt, oder ist noch jemand anders dran? Wie nächste Runde. Okay, gut. Ich glaube, wir sind bei der nächsten Runde, ne? Du warst die Letzte, du hast gemacht. Genau, dann müsst ihr jetzt sagen, welche Approaches. Also, die Wesen, die Ski begraben hat, die versuchen sich rauszugraben, aber leider schaffen sie das nicht. Ich würde Tag-Team einsetzen, wenn es geht. Defender-Manöver ist das nämlich auch. Weil ja. Ich sehe, wie Zaya Ski zuruft und ich sehe, was die planen und dass Ski nochmal ihren Move machen möchte. Und ich unterstütze sie mit Tag-Team, ja. Sodass sie quasi doppelte Fatigue macht, wenn ihre Angriffe Okay, dann würfel doch mal deinen Fokuswurf. Das sind arme kleine Babys. Das sind 9. Nein, das reicht. Du machst Tag-Team, das heißt, du machst so Angriffe und treibst sie zusammen dorthin, wo Ski nach oben springt gerade, also eventuell. Ski muss auch noch einen Fokuswurf machen. Elf. Elf, ja, perfekt. Du hast ja schon dieses Eis da gebrochen und du spürst da drunter jetzt die Erde viel näher als vorher und kannst dich deswegen noch weiter in die Luft schleudern. Und in dem Augenblick spürst du von oben, als du oben bist, spürst du, wie dieser Lufthauch dich heruntergeleitet und noch schneller macht. Ja, was machen denn Zaya und Riso diese Runde für einen Approach? Ich mache auch Defend and Maneuver und versuche zu dem Wolf zu laufen, der geschlachtet wurde. Zu dem Wolf zu laufen, der geschlachtet wurde, das wäre im Prinzip eine neue Position, ne? Genau. Mach mal einen Fokuswurf. 2. Nee, Quatsch. 6. Ich habe abgezogen, warum auch immer. 6. 6. Oder muss ich bei Fokus irgendwas abziehen, wenn ich insecure bin oder afraid? Nee, ne? Nur bei bestimmten Moves, aber nicht bei den Techniken. Die stehen drunter, welche Moves man dann nicht so gut machen kann, steht dabei. Ah ja. Also, wenn man insecure ist, kann man Leute, glaube ich, nicht komforten oder so. Ja. Wie viel hast du jetzt, Entschuldigung? 6? 6. 6, ja, das klappt nicht. Nein, natürlich. Kann sich nicht lösen. Wieso? Was machst du? Ich denke, ich werde einfach mit Strike den nächstgelegenen Gegner angreifen. Alles klar, dann mach mal einen Strike. Warte mal, einen Strike mache ich mit Passion. Yes. Eine solide 8. Das ist das reicht für Strike und du kannst dir aussuchen, ob du zwei Fatigue machen willst oder eine Condition oder eine Balance von der. Ich mache Fatigue bei denen. Okay, Fatigue, ja. Du treibst ihn zurück und der sieht angeschlagen aus, yes. Und jetzt, Ski, du kannst jetzt deinen Angriff machen. Ja, ich zische mit noch mehr Geschwindigkeit als zuvor wieder auf den Boden zu und. Steuere wieder auf eine Stelle zu, wo noch mehr von diesen Wesen zu finden sind. Das weißt du besser als ich. Und komme mit einem Riesenkrach auf dem Boden auf. Und tatsächlich hat ja Tikani so ein paar von denen zusammengetrieben und da kannst du aufschlagen. Perfekt. Dann würfel doch noch mal einen Passion. Yes. 5. Wieso go, Ski? Mach! Ja. Ja, aber eine Arschbombe und landet irgendwo so rechts neben der ganzen Truppe irgendwo unter dem Schneefeld. Also, das Problem ist tatsächlich, dass da, wo Tikani zusammengetrieben hat, spürst du die Erde nicht mehr und das bringt dich einen Moment lang aus deiner Balance. Und dieser Wind, der dich heruntertreibt, haut dich in diese Gruppe rein, ihr fliegt in alle Richtungen auseinander, du knallst auf dem Boden auf und rollst so ein Stück zur Seite. Hast sie diesmal nicht begraben. Sorry. Aber sie sind verwirrt. In die Gruppe von diesen Schattenwesen oder in unsere Gruppe?
in alle Richtungen. Also sie fliegt in Gruppe von Schattenwesen. Also. So, ja, also. Ski, eines dieser Wesen beißt dich und würde dir 2 Fatigue machen. Oh, noch eine bin ich down. Das gefällt mir nicht. Ups. Risu, dich beißt ebenfalls eins. Da springst du von der Seite an und es würde dir auch 2 Fatigue machen. Die haben jetzt wirklich null Damage gekriegt dadurch, durch Schießaktion. Ja, es war leider habt ihr Pech gehabt. Ein Schuss in den Ofen! Tikani, auch du wirst angegriffen und das reißt dich fast zu Boden, das verbeißt es in deinem Speer und es gibt so ein lautes Knirschen, als das Holz unter diesem Schnabel so zerbricht langsam. Und du würdest eine Condition bekommen. Vielleicht Troubled oder Insecure. Troubled bin ich schon. Troubled dann, oder Afraid von mir aus, weil dieses Wesen kurz davor ist, deinen Speer, deine Waffe zu zerstören. Das wird mich eher angry machen, glaube ich. Angry, auch gut. Angry ist auch hervorragend. Ziemlich angry gerade. Yes, angry ist gut. Ich habe eine Frage gleich zu einem Angriff. Ja. Ich habe unter Smash, habe ich Overcoming a Fictional Appropriate Positive or Negative Status. Ist das auf meinen persönlichen Status bezogen oder ist das hier gerade wie ein Status zu sehen, dass wir verlieren, wenn wir nicht wissen, was wir zu tun haben? Es gibt diese Stati, die sind auf dem Ritterbogen. Das ist sowas wie Impaired, Favored, Doomed und so weiter. Okay, ja, dann. Und die kannst du damit entflicten oder rausnehmen. Du könntest zum Beispiel jetzt die Hunde befreien, die Wesen. Du könntest den Status, den Froschi ihnen gegeben hat, könntest du entfernen, aber ja. Mhm. Okay, was für ein Approach wird hier diese Runde? Evade and Observe. Okay. Also, warte mal, eine Frage. Wenn ich 5 Fatigue voll habe, kippe ich dann um oder ist der 6. dann das Umkippen? Wenn du voll bist, ist das schlecht für dich. Okay. Soll man genau gucken, aber ich glaube, das ist genau wie wenn man alle Conditions voll hat. Fatigue 103, 20, 100. So, und da Fatigue. Ah ja, genau. Also wenn man alle 5 Fatigue-Boxen voll hat, dann muss man immer, wenn man Fatigue bekommt, muss man was anderes machen stattdessen. Also wenn man Fatigue bekommt und man sitzt was wie, entweder kriegst du Fatigue oder eine Condition, dann musst du eine Condition nehmen. Mhm. Wenn ein Move Fatigue kostet, kannst du ihn nicht mehr machen. Oh Gott. Und wenn du alle Fatigue voll hast und alle Conditions voll hast, dann bist du raus. Evade und Observe von Zarya. Was für Approaches macht der Rest? Strike nochmal. Shi, was machst du? Shi hockt im Schnee und ist überfordert, weil sie ihren Move nicht mehr machen kann. Ja. Das Problem ist, dass alles, was ich irgendwie so machen wollen würde, ein Fatigue kostet. Das kann ich mir gerade nicht mehr leisten. Das ist ein bisschen doof. Wenn du Evade und Observe machst, kannst du ein Fatigue löschen. Ja. Ja, das klingt am logischsten tatsächlich. Ich denke, das mache ich. Okay. Tikami? Genau, mal schauen. Ja, ich würd Strike wahrscheinlich. Okay. Weil der ist ja gerade an meinem Speer dran. Ich würde versuchen, mich loszureißen und dem den Speer entgegen. Fangen wir mit Riso an. Es gibt kein Defend-Manöver diese Runde. Das heißt, Riso, mach deinen Angriff. Passion, deinen Strike. 7. 7. Das reicht. Du kannst einen Strike machen. Die Basic Techniques, die sind nicht so komplex. Gott sei Dank. Die sind relativ einfach. Das heißt, du kannst entweder 2 Fatigue machen
Oder eine Condition. Ja. Ja, dann mache ich 2 Fatigue wieder. 2 Fatigue. Du sendest ihn wieder zu Boden und haust ihn, du haust den Schatten aus ihm raus quasi. Du triffst ihn mit deinem Flammenschwert und dieser Schatten gleitet so davon in den Boden und zurück bleibt ein schwer verwundeter Eulenwolf. Gut. Tikani. Yes. Auf Passion, right? Yes. Ich hab eine 3. Ja. Gut, dann bin ich dran mit meinen Attacks. Tikami gibt ein lautes Knirschen und der Schaft deines Speers zerbricht. Uff. Uff. Big Uff. Riso, dich springt ein Hund. Es gibt nicht mehr so viele tatsächlich, muss man fairerweise sagen. Ihr habt einige begraben und Riso hat 2 zu Boden gestreckt. Dich springt aber noch einer an und würde dir 2 Fatigue machen. Damit bin ich down. Du bist voll Fatigue, heißt das? Ja, ich bin voll fatigued. Ja, dann wenn du jetzt Fatigue ausgeben müsstest oder was anderes könntest, dann musst du das nehmen, dann kriegst du Conditions und so. Also du bist noch nicht down. Du bist noch sehr erschöpft. Und das ist alles, was jetzt passiert, belastet dich sehr. Ja. Yes. Und ihr seht, dass die beiden, die Ski begraben hat, so langsam aus diesem Erdding herausbrechen und so diese Schattenköpfe sich aus dem Erde-Eis-Gemisch bewegen. Saja, was machst du? Ich habe eine 10 gewürfelt. Du bekommst auf jeden Fall schon mal einen Fatigue wieder, genau. Und du dann, was willst du machen? Ich würde gerne wieder einen Status anfügen quasi. Ja. Und zwar würde ich rufe, wir können doch über alles reden und wirble einmal ihnen so eine Luftböe entgegen, um sie umzuwerfen. Okay, du möchtest sie, wärst mit Stunt in dieser Runde. Ich möchte sie gerne stunnen, ja. Du stunnst sie mit einem Lufthauch. Ja, okay. Wir können doch über alles reden. Ski, du bekommst einen Fatigue wieder. Mhm. Und welche Technik möchtest du anwenden? Ja, ich bin mir gerade unschlüssig. Ich glaube, Commit, aber ich bin mir nicht so 100% sicher, ob ich es richtig verstehe. Das heißt, ich muss mein Gleichgewicht verlagern, oder? In eine Richtung der Prinzipien. Yes. Aber ist das dieses Balance-Ding, oder? Ja, genau, das ist das Balance-Ding. Okay. Und wenn ich das nächste Mal, was hat das mit dem Fatigue-Markieren dann zu tun? Wenn man sich, also man kann sich an seine Prinzipien erinnern, dann kriegt man irgendwie einen Bonus auf Würfel, das kostet aber Fatigue. Okay, ja, okay, das ist ja irrelevant. Gut, mache ich das auf jeden Fall. Mhm. Dann verschiebst du deine Balance in eine Richtung. In welche Richtung verschiebst du sie? In Richtung Friendship. Mhm. Weil wir dir geholfen haben.